Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir einen Disney-Film aus und das passende Videospiel dazu. Und zwar spreche ich hier von Disneys Rapunzel neu verfilmt. Der Film hat noch in meiner Sammlung gefehlt. Ich finde ihn aber sehr unterhaltsam und lustig. Und hier habe ich mir ihn endlich mal gekauft. Ist Nummer 50 von den Disney Classic. Und dann haben wir auch das Wii-Spiel dazu. Das wollte ich schon Ewigkeiten kaufen, war mir aber immer zu teuer. Und jetzt hatte ich es mal im Angebot neu gefunden. Aber leider ist es nicht neu. Deswegen ist es schon offen. Aber da erzähle ich euch gleich was. Erstmal zum Film. Hier haben wir das gute Stück, ist ab 0 Jahren freigegeben, leider kein Chuba, ist ja immer so, nur die erste Auflage hat Chuba bei den Disney Classic Filmen und dieser nicht. Ist nur eine Disc, Hauptfilm plus Extra und Extra haben wir ursprüngliches Märchenbuch Anfang, 50 Walt Disney Meisterwerke, Sprachen haben wir Doppeltitel 5.1 auf Deutsch, Englisch und Türkisch und der Titel haben wir Deutsch, Englisch, Englisch, Hörgeschichte und Türkisch. Die DVD ist zweischichtig beschichtet, Bildformat ist 16 zu 9 bzw. 1,78,8, 1, Entschuldigung, und ich finde den sehr lustig, den Film. Viele sagen, es ist ein Mädchenfilm. Ich finde nicht, es ist ein Familienfilm. Und wie gesagt, der ist sehr lustig. Könnt ihr euch gerne geben. Hat mir sehr gut gefallen. Läuft ja auch öfters mal im Fernsehen. War ja vor kurzem erst wieder im Fernsehen. Und wenn ihr zum Beispiel die Eiskönigin mögt, werdet ihr auch Rapunzel neu verfilmen mögen. Hier haben wir dann das Cover. Machen wir auf. Ja, die Hülle ist halb in schwarzen Lenzen, aber ist okay. Und dann noch die DVD halb im selben Cover. Wenn euch der Film interessieren sollte, ich verlinke euch die DVD und Blu-ray zu Amazon, verdiene ich aber nichts dran, so auch wie einen Trailer zum Film und weitere Informationen zum Film findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann haben wir das Spiel. Das kostete lange Zeit bei Amazon 50, 55, 40, 35. Und dann habe ich es jetzt bei Amazon mal für 25 Euro gefunden und ich dachte mir, hey, das ist ja neu, ist das neu, ich schreibe den Händler auch an, ist das neu. Und ich habe schon gesehen, die Folie war komisch, keine Lasche oder so und dann sieht es auch vielleicht ein bisschen. Ist noch in Ordnung, also ich bin da nur ein Penibel, ihr kennt das ja gar nicht, was für ein Zustand. Aber man sieht gleich, warum es schon offen war. Ich denke, was war so eine Kaufland-Hit-Version oder sowas in der Art. Auf jeden Fall ist das Spiel USK 6, PEGI 7. Und ich mag ja die Disney-Spiele. Ich mag hier oben gerne zum Beispiel, für die Wii gibt es ja auch wie andere Systeme. Oder, wie heißt es nochmal? Jetzt komme ich auf den Namen mit dem Hutmacher. Alice im Wunderland. Und hier steht Erneber Rapunzel und Finn. Ein haariges Abenteuer. Sprachen haben wir Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch und Deutsch natürlich. Spiel geht zu 1 bis 4 Spielern, das wusste ich gar nicht. Unterstützt Wiimote und Nunchuck, 65-Chart-kompatibel, EDTV und TaddyTV. Ich weiß nicht, ob das nur eine Minispielsammlung ist oder ob das jetzt ein richtiges Abenteuerspiel ist. Weiß ich nicht. Und ja, ist in Ordnung. So sieht die Spieledisk aus. Und hier liegt dann, ich dachte damals schon, ich habe das Spiel schon öfters im Flohmarkt in der Hand gehabt. Diese Flecken, dachte ich mir, oh Gott, wie dreckig, wie kann man so, das ist einfach von Booklet selber so. Und dann haben wir die Hinweise, Disney-Punkte, die nicht mehr gelten. Und jetzt seht ihr auch, warum ich weiß, dass das Spiel gebraucht ist. Hier war so ein Strichcode drin. Und das hast du meistens nur bei Spielen, die du im Kaufland kriegst oder im Hit oder in anderen Supermärkten, wo du halt Spiele kaufen kannst, wo die Spiele nicht in der Hülle sind. Ja, vielleicht war es neu, aber da war die Hülle halt nicht so. In Folie halt in Originale. Die Spiele, das hat übrigens keine Kratzer. Gucken wir mal ins Booklet rein. Die ist in Farbe. Einführung. Charaktere. Es gibt ja auch zu Rapunzel so eine neue Zeichentrickserie, habe ich mal auf Disney gesehen. Auf Disney, auf dem Free Disney. Aber das war nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Der Animationsfilm ist toll, das werfe ich jetzt hier aber raus, das brauche ich nicht. Ich bin gespannt, wie das Spiel ist und ja, ein weiteres Disney-Spiel und einen weiteren Disney-Film meiner Sammlung. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr das Spiel gespielt habt, wenn ja, wie gefällt es euch? Ansonsten verlinke ich euch auch einen Trailer zum Spiel natürlich, auch zum Film. Wie findet ihr den Film? Schreibt es mir auch wieder gerne in den Kommentaren. Ich finde, das ist ein Familienfilm, kann man alleine gucken mit Freunden, mit der Freundin. Ist ein Film, den man, der einfach unterhalten soll und das macht er auch. Das war's von mir. Ich bedanke mich für eure Zeit und einen Kommentar, like würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.